Und ich frage Sie, ist die Stimmung gut? Ja! Dann darf ich Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Liebe Gäste, wir haben einen wunderschönen Wurstmarkt bis jetzt. Gestern Abend hatten wir gar nichts zu helfen. Die ganze Nacht haben wir gekippert und heute Morgen die Sonne scheint, weil Sie, weil wir alle zusammengehalten haben und durch gutes Wetter gebeten haben. Und ich freue mich, Sie so zahlreich über die ganzen Schubka-Stände hinweg begrüßen zu können. Und wir freuen uns, dass Sie zu uns gekommen sind, zu einem der großen Höhepunkte des Dürkheimer Wurstmarktes, nämlich zum literarischen Frühschoppen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Nirgendwo sonst hat man die Möglichkeit, tief einzutauchen und die Seele des Wurstmarktes, der Pfalz und der Kurpfalz kennenzulernen wie an diesem Tag. Weil wir viele Interpretinnen und Interpreten, 100 Dichter, Sängerinnen und Sänger haben, die uns hineinführen in die Mentalität der Pfalz, der Region und darüber hinaus. Und ich möchte in Ihrer aller Namen ganz herzlich unsere Interpretinnen und Interpreten, alle diejenigen begrüßen, die heute auftreten und uns einen wunderschönen Morgen bereiten werden. Willkommen an die Akteure des heutigen literarischen Frühschoppens. Jeder hätte es verdient, jetzt namentlich aufgerufen zu werden, aber ich möchte einen Stellvertreter nennen. Das ist der Moderator des heutigen Vormittags, uns allen schon bekannt. Es ist Reinhard Prenzinger. Reinhard, wir sind gespannt, wie du diesen Tag jetzt wieder uns durch das Programm führen wirst. Wir wissen aber auch, dass er nicht nur durch das Programm führt, sondern selbst einiges auf der Pfanne hat. Wir freuen uns und ich darf stellvertretend für alle, die heute auftreten, Reinhard Prenzinger herzlich begrüßen. Und meine Damen und Herren, Wurstmarkt ohne Wein, das gibt es einfach nicht. Und ich freue mich, dass wir die Repräsentantin des Dürkheimer Weines unter uns haben. Ich begrüße Anna, die Erste. Ich für meinen Teil wünsche uns allen einen schönen Wurstmarkt Montag. Aber darüber hinaus natürlich noch einen schönen Wurstmarkt. Den Wurstmarkt kann man immer feiern. Aber lassen wir uns heute einstimmen in die neue Woche. Herzlich willkommen von meiner Seite und ich gebe das Wort weiter an Anna Deers. Auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Und zum Schluss meiner Amtszeit jagt ein Höhepunkt, besonders am Wurstmarkt, den anderen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute Morgen hier beim literarischen Frühschoppen dabei sein zu dürfen. Ich befinde mich heute, wie wir alle sehen können, in einem Kreis von Koryphäen der Pfälzer Mundart und Gedichtkunst. Deswegen will ich und möchte ich erst gar nicht versuchen, mich mit Ihnen allen zu messen. Und deshalb von mir an dieser Stelle ein sozusagen kleiner Gruß zu meinem Thema, dem Wein. Ich habe mit Acht und Verstand, was man mir bot, getrunken. Und bin nach manchem edlen Nass in Andacht tief versunken. Doch fragte nach dem Besten mich, auf Ehren und Gewissen, welch Tropfen zur Begeisterung mich einfach hingerissen. Das ist der Sorgenschmelzer, es geht nichts übern Pelzer. Ihnen allen noch viel Spaß auf dem Wurstmarkt 2010. So. Und jetzt kommt unser lieber Hoffmann. Und sehe ich jetzt was zu euch stellvertretend für alle Straußgüter, für alle Schubka-Ständler wird es hier sein. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Stammgäste, ich begrüße Sie recht herzlich heute Morgen zum literarischen Frühschoppen 2010. Im Namen des Weingutes Rastrup Hoffmann und den umliegenden Schubka-Ständen. Besonders möchte ich die Herren der Stadtverwaltung begrüßen, die sich jedes Jahr die Zeit nehmen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Und ich möchte auch diesen Herren der Stadt einen Dank sagen,
Sie haben dieses Jahr ermöglicht, dass fast jeder Schubkastand einen Lautsprecher erhalten hat, damit auch die Gäste, die etwas später kommen, noch von den Programmen etwas mitbekommen. Besonders begrüße ich natürlich die Damen und Herren hier in der mittleren Reihe, die Autoren und Interpreten, die diesen Vormittag bestreiten werden. Des Weiteren möchte ich auch den Herren im Hintergrund einen Dank sagen. Die Tonfirma Hausch und die Renner des Bauhofes, die heute Morgen schon seit 4.30 Uhr hier tätig sind, um diese Veranstaltung durchzuführen. Es klappt immer hervorragend. Ich wünsche Ihnen nun ein paar schöne Stunden auf dem Dürkheimer Wurstmarkt und übergebe Ihnen das Mikrofon an den Dürkheimer Bade Reinhard Brenzinger, der Sie in gekonnter Weise durch das Programm führen wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen Vormittag. Vielen Dank, Wolfgang. Ich habe diese Abend der Bibel, damit was Kleines raus und muss Helis retten. Goethe, unser großer deutscher Dichter, Fürst, hat man gesagt, Dialekt ist das Atemholen der Seele. Und er hat recht. Ein Dialekt ist das Einzige, was unverwechselbar ist. Du kannst Klamotten anziehen, vorhin hat er gesagt, bist du aus Bayern? Natürlich nicht. Das Leder kommt aus Bayern. Aber ich nicht. Und es geht, die Bandbreite ist riesengroß, es geht vom Alu Bangat, Alu Schäler, Alu Rettich, du Kammi, Alu was bist du dann für einer, Alu was guckst du dann durch Schäler, du hast wohl in deinem Leben noch kein Kammi, was sagst du, wenn ich dich am Schlawittchen pack, dann saufst du es aber doch. Bis hin zum Gedicht, das ist wunderschön. Am Brunnen steht's Hanse im Regen und im Wind. Traut sich nicht hin zu gehen, weil es ein kiebelischer Rind. Kommt der Schorsch jetzt zum Hansche, ah du flänkst dich ja blind, ich flieg da gar kiebelische, es kostet dich kein Penny, mein Kind. Oben steht's Hansche von der Haustür ins Hint, fliegt ist mein kiebelische, mein Herz aber rinnt. Ja, das ist die Mundart, das ist nur der Dialekt, das ist der Pilzer-Dialekt, was Schönes gibt's hier nicht. So, jetzt haben wir gleich da. Da sitzt er. Ich hab was Gedichtes für mich gemacht. Gold in der Kehl, hübsch ist er auch. Ein goldes Mädchen, eine goldische Frau. Mehren all die Schäden, es klingt, wenn's magische auf Pelzisch singt. Immer schwungvoll, immer flott, es ist und bleibt ein Pelzergrott. Ihr selbst, wären heute am Anfang unsere lieben Freunde die Anonyme da gewesen. Schade! Nee, aber wisst ihr was? Drum wärst du bis auch was Gutes. Pack was! Kuchen, lieber Freund, ist Muschbesuche. Yeah.
Ich sag zu dem nächsten Titel nicht viel, aber so viel, den Titel habe ich selbst geschrieben und einiges stimmt. Hast du es hier schon drauf? Hast du drauf? Vielen, vielen Jahren erzählt man in einem
erstaunt sind. Es ist immer interessant und begeistert, denn diese Arinale ist eigener Humor. Sie machen große Sprüche und alle sind im Chor. Jetzt, das ist der Wind, 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 der Pfälzerwind. Besonders schön, weil sie die Liebe zu unserer Heimat auch ausdrückt. Die Berge und die Täler, der Wald und Felsenland, es grüßen deine Burgen, des Reiches Silberband, du schönes Plättchen Erde, so lang weht noch dein Wind, wirst du auch untergehen, wenn wir schon nicht mehr sehen. Und jetzt der Pfälzerchor. Das ist der Wind, 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 der Pfälzerwind. Der wird noch wehen, wenn wir letztlich mehr sehen. Das ist der Wind, 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 der Pfälzerwind. Der wird noch wehen, wenn wir letztlich mehr sehen. Das hat uns auch noch lang weht, gell? Hört euch nicht nur, doch jetzt singen wir es noch einmal alle. Das ist der Wind, 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 der Pfälzerwind. Der wird noch wehen, wenn wir längst nicht mehr sehen. Vielen Dank, Margit. Weißt du was? Du kannst richtig gut singen. Ja? Ich hab das mal gehört, da hat sie Tschüss gesungen. Und ich war fasziniert. Also absolut super. So, jetzt geht's weiter im Konzert. Da unser nächster, mit dem nächsten Tisch, da habe ich ein besonderes Verhältnis. Er ist für mich einer von den ganz, ganz großen Mundartkünstlern. Ich will ihn so beschreiben. Die Zertrümmerung herkömmlicher Metaphorik, die Gestaltung der Bruchstücke in neue, schönere Topoi. Mit Quatsch, das war für eine Vorlesung, hat er. Sitz, Worte, Worte, Silbe, Silbe, auf alte Bilder werden neue. Erst trippelst, tropst und tropst, ein kleines Rinnsal, erst ganz schmal und eng. Dann breit und immer breiter. Es schwingt, das Swing drin und der Blues, ein tiefe, satte, tiefe Blues. Silbe, Silbe, Worte, Sitz, Bilder, Bilder. Jetzt fließt die Spruch, die Mutterspruch. Ein endloser Fluss und reißt er mit, ganz tief innen neu, ganz Schwögel. Herr Professor Kochberg, am Schwögel, Schwögel. Thank you.
Okay, ne? Aus Wiener! Aus Wiener geht auf, King! Nur in der Sprache ist Heimat. Und alle Sprache braucht Beschützer. Dieser Satz stammt von Josef Weizenbaum, einem deutschen Juden, der 1923 in Berlin geboren wurde, 1936 mit seinen Eltern in die USA geflohen ist und dort zu einem der ganz Großen in der Computerentwicklung wurde. Josef Weizenbaum hatte einen der ersten digitalen Computer gebaut und wichtige Programme geschrieben. Und von ihm habe ich diesen Satz. Nur in der Sprache ist Heimat und alle Sprache braucht Beschützer. Ich fühle mich diesem Satz tief verbunden und auch ich versuche, Sprache zu beschützen. Und natürlich kann man die Sprache am besten beschützen, die, wo man am besten kommt. Die, wo man am besten kommt. Und das ist bei mir mein Mann und mein Mutterspruch, mein Kurpfälzer Dialekt. Und den verteidige ich gegen jeden. Moment. Ein Dialekt wäre ein Spruchfehler oder eine Bildungslücke. Ich habe ja jahrelang gemeint, das Thema Dialekt wäre so weit durchgeschafft, dass er den letzten Begriff hat. Was für ein Schatz das ist in der Kultur, dass es sowas gibt wie Dialekte. Aber ich habe mich geirrt. Ich habe mich geirrt. Ich habe den letzten Jahren auf wieder mehr Leute über den Weg, die aus Gegenden kommen, in denen man über Generationen weder Kosten noch Mühen gescheut hat, um die dortigen Dialekte kaputt zu machen. Und wenn die dann in Mann über eine Woche Markt laufen, erleiden die einen Kulturschock. Die kommen dann daher, leicht verwirrt, aber schwer bewaffnet, mit Hochmut. Und sage, um Gottes Willen, wo sind wir denn hier gelandet? Dieses Baden-Württembergisch ist doch kein Deutsch. So kann man doch nichts reden. Das ist ja furchtbar. Und da gibt's von mir was zwischen Jahre. Ich sage nämlich dann zu denen, wissen Sie, was ich nicht verstehen kann, ist, dass Sie stolz darauf sind, etwas nicht zu können. Weil wir kennen den Dialekt und Sie nicht, das wollen wir mal festhalten. Dass Sie ihn nicht können, daraus machen wir Ihnen selbstverständlich keinen Vorwurf. Aber machen Sie bitte auch keine Leistung daraus. Sondern senken Sie bescheiden Ihr Ohr in den Sprachstrom wie eine Reuse in den Rhein. Und wenn Ihnen dann wieder einmal so ein unbekanntes Etwas in die offene Hörreuse gegangen ist, dann tragen Sie es ganz behutsam nach Hause und seien Sie stolz darauf, von Ihrer Kultur ein wenig mehr zu besitzen als zuvor. So könnte Ihnen zum Beispiel in die offene Hörreuse gehen, die schöne kurpfälzische Frage, rach da da, rach da da, rach da da. Was ist rach da da? Ja, die Standardaussprache wäre, raucht er dir? Aber was bedeutet diese merkwürdige Frage? Ja, manche hat schon gemeint, das heißt, raucht dir der Kopf, das heißt es aber leider nicht, weil die dem zugrunde liegende Tätigkeit in der Kurpfalz so selten vorkommt, dass darauf keine Redensart wachsen können. Nein, das heißt, erstaunlicherweise bist du böse, bist du sauer, bist du ärgerlich, stinkt dir es. Das hat damit zu tun, dass Rach in dieser Frage nicht von Rauchen kommt, sondern vom hebräischen Roches. Und das bedeutet Ärger. Das verweist auf die Verwandtschaft zwischen den jiddischen und den pfälzischen Dialekten. Also bist du böse, bist du sauer, bist du ärgerlich. Aber wie viel mehr Musik steckt da Frau drin? Ach, da, da. Ach, da, da. Du hörst mal die Trommel drin, Achse. Und ich kann Ihnen die Schäferhose empfehlen als Entspannungsübung bei Partnerschaftskonflikten. Stellen Sie sich vor, Sie haben Krach miteinander, was so gut wie nie vorkommt. Aber man vielleicht doch einmal und der Vater schiebt gerade so einen Hals. Und will sich wohl so richtig die Lunge leer machen, sagt die Mutter ganz frech zu. Herr Vater, racht er da?
dann garantiere ich Ihnen, der Graf ist in einer Sekunde vorbei. Weil entweder Sie fliegen durch die geschlossene Scheibe oder der Vater kapiert und hockt sich mit Ihnen auf die Couch und lacht sich kaputt. Rachtata! Rachtata! Das ist unersetzlich und unübersetzbar. Aber ich muss Ihnen sagen, viel schlimmer wie die Menschen, die von weit herkommen. Guckst du, wo die reinkommen zu uns? In die Kurpals, aus dem Hohen Norden, aus dem fernen Osten, aus dem wilden Westen, aus dem tiefen Süden. Warum? Weil es bei uns so schön ist. Und die kennen ja nichts dafür, dass sie unser schönen Dialekt nicht kennen. Die muss man mit Liebe und pädagogischer Geduld aufnehmen und muss sie langsam beibringen. Und man hat schon unglaubliche Erfolge erlebt. Unglaubliche Erfolge. Ich kenne Leute in Ludwigshafen, in Mannen, in Schriesen, in Heidelberg, in Dergen. Die sind in Flensburg, Kiel oder Hannover aufgewachsen und leben erst 30, 40 Jahre bei uns und verstehe schon fast die Hälfte. Viel schlimmer sind die Eugeborenen, wo die aufgewachsen sind und sich dann so ein Aufsteiger kurpfälzisch zulegen, weil sie was werden wollen. Ach Gott, ich kriege als ganz weiche Knie. Wie soll ich das erklären mit dem Aufsteiger kurpfälzisch? Also wir machen mal Sachen zum Beispiel, wir tun mal Baby. Wir tun mal Baby. Oder wir sagen manchmal auch, wir tun mal fies weh. Und zwar bis ruf. Weil bei uns geht die Fies nicht mehr. Dann kann es Ihnen passieren, dass eine ältere Frau sagt, ich brauche ein neues Hüftgelenk, weil mir tun die Fies weh. Da habe ich sogar geheime Verwandtschaft zu den Schwoben entdeckt. Zu den Schwoben ist kürzlich der Guido Buchwald zitiert worden. Ehemaliger Fußballer. Trainer jetzt. Weltmeister, genau. Der wird mit einem Satz zitiert. Schwob übrigens, ne? Er hat 10 Satz zitiert. Der wird mit einem Satz zitiert. Ich habe Oberschenkelzerrung im linken Fuß. Genauso reden wir auch. Wir sagen entweder wir tun mal Baby oder wir tun mal fies weh. Wie aber spricht der Aufsteiger kurpfälzisch, weil er was werden will? Er sagt, mein Bein schmerzt. Mein Bein schmerzt. Dann kriegt er ein ganz spitzes Geschelle. Mein Bein schmerzt. Das ist für den zu hoch. Das ist für den zu hochdeutsch, dass er schon meint, es wäre Englisch. Mein Bein schmerzt. Und warum rennt er so geschwollen? Weil er was werden will. Und weil er sich an dem orientiert. Dort soll man einer geben, der leidenschaftlich, aber erfolglos schon Pilzer Dialekt verleitend hat und ist auf dem Weg an die Spitze vom ganzen System gekommen und soll dort 16 Jahre lang verharrt haben. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Aber sie werden sich gleich entsinnen, wenn ich wähle. Der hat so schön sagen können, der Mensch an sich und der Fisch als solcher. Wobei das auch schon Ergebnis von Sprechtraining war. Ne? Weil der Herr, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, das wissen die meisten, hat seinen Urlaub immer am Wolfgangsee verbracht. Das wissen die meisten. Was viele aber nicht wissen, während dieser Herr am Wolfgangsee weilte, sind aus dem Raum Mannheim Heidelberg die Psychologe und Logopäde abgezogen worden. Sind ins Biwak an den Wolfgangsee und haben mit diesem Herrn Sprechübungen gemacht. Natürlich mit einfachen Sätzen, weil die gewohnt sind, zielgruppenorientiert zu arbeiten. Weil die mit dem so Satz geübt wie der Mensch an sich und der Viech als solcher. Und ich weiß nicht, ob Sie sich noch entsinnen können, der hat auch die Lautfolge ND
ND oder wie fast wie ein Tier-Age sprechen können. Mal sehen, ob ich es hinkriege. In dieser geschichtlichen Stunde zünden wir die Lunde. Lande ist die Union die größte Bande. Und sogar ein Satz aus der Bibel. Das Fleisch ist willig, aber der Geist ist schwach. An dem Beispiel sieht man, dass auch Sätze mit tiefen kulturellen Wurzeln in der Wiedergabe durch die Eigenschaften des Sprechers mitbestimmt werden. Das Fleisch ist willig, aber der Geist ist schwach. An dem orientieren sich die Aufsteiger-Kurpelzer, weil sie was wäre wolle. Und die sagen dann also zu mir, also Herr Schwöbel, Ihr Engagement für den Mannheimer. Aber das Mannheimerische ist doch sehr ordinär und breit. Du sagst immer da unten. Der Heu fließt breit, die Heuebene liegt breit in der Sonne, der Heu hängt breit in den Wingert. Warum sollen wir da nicht breit schwitzen? Die, wo in den engen Tälern wohnen, die sollen von mir aus schmäler schwitzen. Vor allen Dingen, was heißt der Ordinär? Was heißt der Ordinär? Es gibt wenig Werte auf der Welt, wo an sich ordinär sind. Es kommt immer darauf an, was du mitmachst. Nehmen Sie zum Beispiel nur das schöne Wort Schnut. Schnut. Schnut ist nicht ordinärer wie Mund. Ordinär wäre, wo ein Schein auf die Schnut schlacht. Oder noch viel ordinärer, einer schlacht mir auf die Schnut. Das wäre arg ordinär. Aber das Wort Schnut ist unschuldig. Das geht von Schenne bis zur schönsten Liebeserklärung. Hören Sie sich mal die Liebeserklärung an in unserer schönen Mutterspruch. Ich mag dich so und ich bin da gut, mein liebe Karamelle Schnut. Da ist doch Menschen so schön wie Sugar Sugar Baby, oder? Gegen das Gesetz gegen den lauteren Wettbewerb verstoßen. Aber ich habe gedacht, ich mach's einfach mal. Du mal auf die Wurstmarktzeitung hin. Weise, also die ist falsch geschrieben, da steht Wurstmarktzeitung drauf. Aber mir fällt es so tolerant nicht. Nämlich, es sieht die Wurstmarktzeitung, die der Udo Bart macht. Schöne Sachen stehen drin. Kann ich empfehlen, wenn er sie unterwegs findet. Sei es ans Herz gelegt. Und so? Und dann mache ich jetzt gerade noch schnell mal Widerspruch. Soll ich noch machen? Meine Liebeserklärung, eine von meinen Liebeserklärungen an meinen Widerspruch, die trage ich Ihnen zum Schluss vor und dann geht's wieder weiter an der Reinhard-Brenziger. Unser Mutterspruch ist die ewige Quelle, sie murmelt so dunkel und sie schimmert so hell. Ihr lebendiges Wasser geht tief in uns neu. Sie riecht so gut und sie schmeckt so voll. Mit dem Mutterspruch kannst du denken, schmusen und kannst lachen. Du kannst so hauchen, flistern, schmettern, mit einem Blödsinn machen. Komm, nimm sie in den Arm und mach keine Bosche. Du sie träge, du sie liebe und du niemals locker lassen. Los sie euch auf den Zungen verlaufen. Schmeckt das Salz, das Siese, das Bittere, das Scharfe. Los sie euch unter die Ohrwurzeln krabbeln. Du sie tränen, du sie singen, du sie tanzen, du sie babbeln. Mit dem Mutterspruch kannst du dschungeln und kannst fliegen. Du kannst die Wohre zahlen und du kannst manchmal liegen. Du kannst sie um die Schultern legen wie ein warmer Mantel. Du kannst in der Welt wie im Straßenhandel. Unser Mutterspruch ist eine ewige Quelle. Sie murmelt so dunkel und sie schimmert so hell. Ihr lebendiges Wasser geht tief in uns neu. Sie riecht so gut und sie schmeckt so voll. Unser Mutterspruch blieb in tausend Farben und kehrt zum Schönsten unter alle Himmelsgabe. Sie tut sanft leichte, rot, blau, ocker,
grün und gel. Ihren Wärmestrom fließt unter die Haut und in die Seele. Lasst sie schöne Lieder in euch singen. Lasst sie schweben wie ein Schwarm von Schmetterlingen. Lasst sie rau und häser durch die Gurgel rollen. Tut mit Rolze und wie junge Hunde auf der Wies rumdolle. Tut euch mit dem Mutterspruch verfiere, find euch innere und tut euch innere verliere. Hockt euch, wann's euch heiß ist in ihren Schatten. Legt euch inse, wann er mit seid wie in Hängematte. Unser Mutterspruch ist eine ewige Quelle, sie murmelt so dunkel und sie schimmert so hell. Ihr lebendiges Wasser geht tief in uns rein. Sie riecht so gut und sie schmeckt so fein. Vielen Dank, Dank und noch einen schönen Tag. Du weißt, ich mag dich. Ich mag deine Gedichte. Was Schöneres kann man gar nicht sagen. Ihr wisst, wo die Dialekte herkommen, nicht? Am sechsten Tag, siebten Tag, wollte der Herr eigentlich ruhen. Und dann kamen die Berliner und gesagt, also er hat in sechs Tagen oder die Welt gemacht, ich sagte noch, ein bisschen kotzt. Und dann kamen die Berliner und sagten, wir haben gar keinen Dialekt, was sollen wir machen? Da hat er den Berlinern den Dialekt gegeben und haben die Berliner gesagt, schöner wie wir reden, kann jeder auf der ganzen Welt mehr. Ne? Dann kamen die Schwaben Heide neu, so wie wir Schwaben schwitzen, was Schönes gibt es gar nicht auf der ganzen Welt. Dann kamen die Bayern, Herrschaftszeiten, so wie wir Bayern reden, was Schönes gibt es nicht auf der ganzen Welt, gell? Dann kamen die Sachsen, dieser Wohlklang, dieser weiche, laute Vokal übersprechen, was Schönes gibt es gar nicht auf der ganzen Welt. Dann kamen die Pfälzer und gesagt, Herrgott, die haben alle so schöne Dialekte, die haben gar nichts, was sollen die denn tun? Dann hat er Gott gesagt, babbelt so wie ich.